Die dritte Liga, live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Wenn nicht jetzt, wann dann? Am 35. Spieltag steckt der Hallische FC tatsächlich in einer Situation, der er fast schon gewinnen muss. René Klingbeil hat dafür seine jungen Wilden auf das Feld geschickt. Mit Erik Fuffer kommt so einer, 18 Jahre alt, Deutsch-Kameruner. Er wandert in die rechte Verteidigung. Damit gehen wir in das 82. Saale-Duell zwischen dem HFC und dem FCC. Und wir gehen die siebte Minute. Bentley Dexter-Bahn mit der Annäherung. Aber Fleming Niemann, der neue Schlussmann des FCC, für den beurlaubten Joe Coppens, ist da zur Stelle. Wir gehen die achte Minute, eine Minute später, Lindenhahn. Und da ist Pascal Sohm mit dem Führungstreffer für den HFC. Pascal Sohm, ja eigentlich nicht als Kopfballspieler bekannt, aber bei den Leuten dieser Saison ohnehin verdammt gut. Sein 10. Saisontreffer, rot ging da zu Boden, aber da war kein Foulspiel zu erkennen. Aber auch Jena wollte mitspielen mit Joy Lance Mickels. Enjoy in dieser Szene gegen Hansch und da ist René Eckert. Und zabum, es steht wieder 1:1. Das Schlusslicht der Liga will also mitspielen. Und das Jenenser Urgestein markiert den Ausgleichstreffer. Er hat ein Vertragsangebot bekommen für die Regionalliga, aber das Ergebnis ist noch offen. 31. Minute, Zeit für ein Gemälde. Fuffer. Und da ist Daniele Gabriele. Bella Italia. Mamma mia, was für ein Tor des FC Karlsruhe Jena. Das kann man sich nicht oft genug anschauen, wie der Gabriele diesen Ball verwandelt. Das ist besonders schön. Da reicht ein Wort. Wow. Und das teilt René Klingbeil, Daniele Gabriele auch noch mal mit. Aber am Ende der ersten Hälfte wollte der HFC eben auch noch mal kommen. Sie wollten zuletzt lachen im ersten Durchgang. Hansch auf Beuth. Und da ist wieder Pascal Sohm. Und es knallt wieder. Das 2:2, der HFC ist wieder da in der 36. Minute. Man merkte schon, das war eine Partie auf Augenhöhe. Dem HFC wurde es nicht einfach gemacht gegen das Schlusslicht. René Klingbeil hatte etwas zu lachen in der Pause. Das war ein interessantes Spiel, in dem seine Mannschaft auch überzeugen konnte. Auch wenn sportlich um nichts mehr ging. Aber die Standards wurden noch mal zum Thema. Dann knallt es wieder, das 3:2 in der 49. Minute. Sebastian May, der kam nach der Verletzung wieder in den Kader. Der ist unheimlich wichtig, der Capitano. Handelte sich übrigens später seine 10. Gelbe ein, fehlt damit im nächsten Spiel. Aber hier war besonders wichtig. Wieder so ein Standard und wieder ein Kopfballmonster. Altat Zulu mit dem 3:3 in der 57. Minute. Er war ja mal der torgefährlichste Innenverteidiger Europas. Und er zeigt es immer wieder hier im Duell mit Janis Vollert. Aber auch das geht aus meiner Sicht in Ordnung. Altat Zulu wurde auch noch mal interessant. Es wurde prominent. Das ist ein prominenter Fehler. Und Terence Boyd in der 63. Minute mit dem 4:3 für den HFC. Der Zyklop liefert wieder. Aber wir schauen noch mal auf Zulu. Der muss dann auch zu Mutter Teresa beten. Der kniet sich hin, hoffentlich passiert nichts. Aber der kennt den Ball ja auch aus gemeinsamen Zeiten in Darmstadt und weiß, dass der den Ball verwandelt. Halle also noch mal mit dem letzten Aufbäumen. Sie wollten den Sack zumachen und dann rauschen die Jenenser aus dem Bild. Erst Rohr und dann hausen sie sich auch noch selbst über den Haufen. Und Terence Boyd markiert seinen 14. Saisontreffer. Am Tag der fallenden Tore fallen auch die Spieler des FCC. Rohr rauscht aus dem Bild. Und am Ende stand aber eine Frage im Raum. Was hat sich Daniele Gabriele denn eigentlich bei seinem Traumtor gedacht? Ja, im Prinzip nicht viel. Ich habe den Ball vom Erik Fuffer gesehen und ja, es war eigentlich ein perfekter Ball, um sowas mal zu probieren. Und ja, im Training hat es schon oft nicht geklappt, aber dafür hat es heute im Spiel dann geklappt. Die Erde dreht sich um die Sonne und der Planet der Traumtore dreht sich um Daniele Gabriele. Der HFC durfte dennoch durchatmen. Ich versuche natürlich immer 100% zu geben. Heute hat es wieder relativ gut geklappt. Haben ein bisschen meiner Meinung nach zu viel Gegentore bekommen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist der Sieg verdient gewesen und auch in der Höhe. Der HFC musste heute als Favorit auftreten und nach anfänglichen Schwierigkeiten entpuppte sich der HFC auch so. Nach dem 35. Spieltag haben die Jalenser 5 Punkte Vorsprung zu Abstiegsrang 17. Aber auch der FCC spielte mit dem Kopf oben als Tabellenletzter. Altat Zulu und Terence Boyd, die ehemaligen Kollegen aus Darmstadt, hatten dennoch gut lachen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.